Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zurück bei Let's Play die Schicksalsbringe für Genießer. Ja, der Endspurt hat langsam begonnen. Wir sind in Hafen und wollen ein bisschen auf Drachenjagd gehen. Werden hier nochmal versuchen, eine Mütze Schlaf zu nehmen, aber müssen dafür noch ein Gasthaus auftreiben oder haben die hier keins? Nö, scheinbar gibt es ja kein Gasthaus. Dann sprinten wir mal hier zum Leuchtturm. Vor euch erkennt ihr in einiger Entfernung einen kleinen Bachlauf. Wollt ihr euch nach Nahrung umsehen? Nö, wir reisen weiter. So, hier ist der das Leuchtturm-Ensemble. Gibt es denn hier eine Wirtschaft? Nö, aber ein Heiler. Ach, das ist dieser berühmte Heiler, oder wie war das? Wo ist denn jetzt hier der Leuchtturm? Eigentlich müsste man ihn ja sehen können, aber leider... Ah, da! Ich wollte gerade schimpfen. Leider ist sowas ja nicht implementiert, aber stimmt nicht, da ist der Turm. Aber so richtig in Betrieb sieht er auch nicht mehr aus. Hm. Ah, guck mal, alles. Könnte da prinzipiell rein, dann kann Travi nochmal versuchen, hier den Leuchtturmbesuch für seine Gefährten zu ermöglichen. Ah! Guten Tag! Der ist nicht so gesprächig, der Leuchtturmwärter, aber wir waren im Leuchtturm. So, dann können wir... Ach, die haben ja sogar einen Hafen hier, so war das ja. Dann können wir auch schon wieder zurücktrappeln. Ein kaum erkennbarer Pfad windet sich hier zwischen den Felsen hindurch. Die ideale Stelle für einen Hinterhalt geht euch durch den Kopf. Nach einiger Zeit könnt ihr eine Öffnung in der Felswand entdecken. Offensichtlich nicht natürlichen Ursprungs. Innen führt eine Treppe ins Dunkle. Wenn wir die Treppe mal heruntersteigen. Und hier in diese Nische gucken. Vor euch liegt die Leiche eines toten Zwerges. Es sind keine Verletzungen zu erkennen. Sein Gesicht ist jedoch schmerzverzerrt. Wir wollen die Leiche untersuchen und ein Kraftgürtelchen entführen und einen Heiltrank. Yippee, da ist der Kraftgürtel. Und den wird hier der gute Alrik gleich mal umlegen. Und da seht ihr eine Explosion seiner Körperkraft. Moment, wieso hat er eigentlich... Lanier hier... Ah, okay. Das ist ja auch mal eine nützliche Information. Die Krötenhaut hat sich hier auch verabschiedet derweil. Was ist das denn hier? What? Was bedeutet das abgenutzt denn? Das ist hier das magische Kettenhemd. Das kann nicht abgenutzt sein. Ist das durch das Säurebad entstanden? Ach, Herr Jemine. Oh nein, hoffentlich. Ich kann das Schmied nochmal reparieren. So, wo war ich? Dingster, Alrik wirft hier auf jeden Fall mal sein Schild weg und fühlt sich hier wie neu geboren mit dem Kraftgürtel, den er sofort umgelegt hat. Ja, während hier andere trauern um die wunderbaren Rüstungen. Oh, ein Pirat, auf ihn mit Gebrüll, Travin, wie üblich. Ach, jetzt wollte ich einmal kurz eigentlich Alriks neue Werte mir ansehen. Das ist natürlich bitter mit der abgenutzten Rüstung. Also ich hoffe inständig, dass die Rüstung nochmal wieder instand gesetzt werden kann. Die haben wir ja gerade erst gefunden. Das ist ja diese prächtige Daspota-Rüstung. Plötzlich wächst vor euch, oh, eine schreckliche Gestalt aus dem Boden. Mit ohrenbetäubendem Gebrüll kommt die riesige Gestalt auf euch zu. Ihr könnt kaum eure Waffen festhalten vor Angst. Was, wollt ihr den Dämon dennoch bekämpfen? Naturellement. Und der Stot, hat mehr Angst gehabt. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein kleiner Bug. So, hier geht es in die Tiefe.
An der Wand befindet sich ein Hebel. Wollt ihr ihn betätigen? Ja. Daniel hat sich an dem Hebel die Hände verbrannt, obwohl dieser keine Wärme auszustrahlen scheint. Okay. Mumien. Haben wir, glaube ich, auch schon unzählige geplättet. Irgendwie können die mit Gift auch nicht so gut umgehen. Und ich, Moment, ich will jetzt mal Alrik mir angucken hier. 8 Bewegungspunkte wieder. 14, 8. Mensch, das ist gut. Und 14 bis 19. Jawoll, ja. Das sind doch mal vernünftige Werte hier. Da kann man sich ja schon fast... Aber patzen kann er immer noch gut. Da kann man sich ja schon fast einem Ork-Häuptling hier entgegenstellen. Und in 0,6 werden die Mumien hier zusammen gestaucht. Und wem gebührt der letzte Treffer hier? Es ist Lanje. Herzlichen Glückwunsch. So, mal ein bisschen Arxgift nachlegen. What? Ah, nochmal. Ja, ich, die Litanei der Zwischenkämpfe, soll ich sie wieder anstimmen? Es bringt keine wirkliche Freude, jetzt hier, keine Ahnung, 8 Mumien mal eben wegzuknüppeln. Ja, also das an die Entwickler, Postentwicklungsgruß, bitte beim nächsten Mal nicht so einen Quatsch implementieren. Das macht Spiele nur besser. Und Chalg ist ein Doppelpatzer, sauber. Und 12 Abenteuerpunkte, wow. Und ein großer Raum. Und was haben wir da? Zwei Skelette. Aha. Ich meine, das ist ja schon fast ein putziger Kampf, wollte ich gerade sagen, aber da kassiert Lanje heftige Treffer und patzt und kassiert noch einen Treffer. Meine Güte. So, Travin, dann musst du hier schon wieder deine Heilkunst unter Beweis stellen und kannst dir selber schon mal den Heiltrank schlürfen, den wir gerade gefunden haben. Und da ist ein Trülein mit einem Schwert und einem Kettenhemd. Dann wollen wir dieses Schwert mal dem guten Travin überantworten und das Kettenhemd ebenso. Nee, das Kettenhemd kann hier der muskelbepackte Alrik mal kurz nehmen und übergibt das mal einmal. Ich eige es hier für den Moment. Aber irgendwie... das kostet schon 2 nur? Was ist das denn? Gut, sie wird es jetzt erstmal hier tragen. Und Zombies. Sehr gut. Noch mehr Mumien. Naja, ihr kennt das Spiel. Jawohl, ein Treffer nur? Hä? Was ist das denn für eine schmalbrüstige Mumie hier? Na, siehst du, Travin hier wieder, der Rächer. Oh, ein Hexenbesen. Ein vergifteter Hexenbesen.
mir irgendwas Dubioses gerade aus dem Augenwinkel gesehen, dass Jalgis Schaden erlitten hat, einfach nur so. Und ein Ring. Den nimmt auch mal wieder Travin an sich. Na, das Schloss hat es hier in sich. Und es geht weiter in die Tiefe. Oh, ein Drache. Ihr betretet eine riesige Höhle. Der Drache in der Mitte schläft tief und fest, wie sein Schnarchen zu entnehmen ist. Landir möchte mal leise seinen Hort plündern. Als ihr euch nähert, öffnet die Kreatur ein Ohr. Oh, ein Auge. Oh, Menschlein. Und ganz andere als die oben. Ich könnte euch rösten, aber das wäre vielleicht dumm. Seht ihr, vor langer Zeit wurde ich durch hinterhältige Magie an diesen Ort gefesselt. Der Schlüssel zu meiner Befreiung ist klein, aus Platin und hängt um den Hals eines dieser rothaarigen großen Menschen. Wenn ihr mich hier rausholt, teile ich meinen Hort mit euch. Würdet ihr das tun? Jawohl. Dann geht jetzt wieder nach oben, denn inzwischen sind die Menschlein zurückgekehrt. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Okay, dann gucken wir mal, wie es jetzt oben aussieht. Nee, ich will jetzt, da kommen glaube ich wieder Mumien, da habe ich jetzt echt keine Lust zu. Von daher, Travin, du mächtiger Magus hier aller Ebenen. Oder auch nicht. Sei so gut. Ich glaube, hier ist das, ne? Nee. Hier? Nee. Oh, und Chalges wird mal dieses verteufelte Kettenhemd hier ablegen. Scheint irgendwie nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Die Wände dieses Raums scheinen euch irgendwie seltsam zu sein. Aha. Dann lieber schnell weg hier. Moment, die Tür knacken wir auch noch. Den einen Abenteuerpunkt, den lassen wir nicht liegen. Ah, hier sind sie. So, Zalib, dann versuchst du mal hier irgendwie durchzukommen? Nein, nicht möglich. Wie bedauerlich. Aber vielleicht schon mal in Vorbereitung eine Beschleunigung deiner selbst? Nein, auch nicht möglich. Dann lassen wir doch hier mal eine Orknase durch den Raum sausen. Das gelingt auch nicht. Und dann vielleicht ein Schwert mit brutaler Wucht geführt? Das gelingt schon eher. Und ein Wurfsternchen? Jawohl. So, Travin ist eigentlich... Nee, Travin ist etwas in Gedanken. Schließlich haben sie einen Drachen getroffen und er konnte die Begegnung gar nicht so richtig würdigen. Er hätte sich natürlich gerne mit diesem mächtigen Wesen ausgetauscht, aber das war jetzt nicht möglich. So. Ja. Mal hier hin. Wie gesagt, Travin ist in Gedanken. Und Zeitrolle und tödlicher Sternwurf. Und Jalgis stümpert mal wieder durch die Gegend. Achso. So, und ein sauber gezielter Wurfstern. Und ein mit unglaublicher Wucht geschwungenes Schwert. Und eine solide gesetzte Orknasenhieb. Ja. Und ein zart angestupster Wurfstern. Nein. Ein mit geschickt geschleuderter Wurfstern? Auch nicht. Dann wieder ein brutal geschwungenes Schwert? Nein. Eine Orknase? Ja, die ist es. So, da ist ein Platinschlüssel und nix, was uns sonst interessiert. So, und jetzt nochmal hinab in die Tiefe zu dem Drachi. Vielen Dank, endlich bin ich frei.
Und nun will den Menschen, die mir noch einmal begegnen. Euch aber will ich als Zeichen meiner Dankbarkeit dies hier schenken. Und nun lebt wohl. Haltet euch den Rücken frei, zielt genau, spart Pfeile. Und versucht niemals einen Drachen reinzulegen. Zwinker. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Dieses Wurfmesser. Zaubertrank. Den schlürft sich hier der alte Zaubertrank-Junkie gleich mal rein. Ich glaube, diese Kristallkugel haben wir noch bekommen. Was ist denn hier noch so in dem Gefängnis des Drachen? Nischt. Nun denn. Irgendein verwinkelter Gang. Merkwürdig. Ups. Eine tiefe Stimme meldet sich zu Wort, als ihr diesen Raum betretet. Da haben wir euch aber schön rangekriegt. Lauft diesen langen Weg mal wieder schnell zurück. Ohohoho. Nee, da baut sich hier Travin in seiner gesamten Macht auf und Herrlichkeit und Simsalabim. Edgy Badge. So nicht. Wo wir schon dabei sind. Simsalabim. Edgy Badge. So nicht. Und Simsalabim. Edgy Badge. So nicht. Und dafür zur Belohnung ein Zaubertränklein. So, dann mal zurück. Ausgelaugt verlasst ihr diesen Ort und macht euch langsam wieder auf den Weg nach Runinshafen, eurem ursprünglichen Reiseziel. Wo es ja, wie gesagt, keine Möglichkeit gab, hier in einem wirklichen Bett zu übernachten. So, wo können wir denn mal hinreisen? Nach Ottajer. Ja, das ist doch hervorragend. Dann müssen wir jetzt hier nur noch... Also erstmal können wir speichern. Müssen wir jetzt hier noch irgendwie die Zeit totschlagen. Na, dann ab hier in die... Na, erstmal hier zu dieser... Krämerin und hier gesagt, ab in die Wirtschaft. Den Ring. Achso, das ist der, den hatte ich ja schon. Die Kristallkugel können wir verkaufen und ja, diese widerliche Statuette hier soll auch weg. Also da verbinden wir ja auch nichts Gutes mit. Gut, dann macht uns mal einen guten Preis, jawohl. Und hinein? Nein, es ist nicht geöffnet, wie bedauerlich. Ja, was können wir denn? Das ist ein Kettenhemd. Achso, das kann sich jetzt hier alles mal der gute Travin ansehen. Was war das jetzt noch? Heiltränke. Ah, was nicht die... nee. Ja, dann werden sich die Helden hier irgendwie in der Ecke es gemütlich machen, mehr oder weniger. Wachen aufstellen. Travin versucht auch hier zu meditieren und es gelingt ihm. Und wird sich gleich mal wieder hier mit den... Na, wo sind sie? Mit den Tränken stärken. Und gute Nacht. Nochmals Lager aufschlagen und Travin wird hier mal die neueste Beute untersuchen mit einem fokussierten Analyse auf dieses Schwert.
Dieses Schwert sollte besonders wirksam gegen Untote sein. Und Travin analysiert weiter den Ring. Dieser Schmuck schützt den Träger vor magischem Feuer, jedenfalls eine gewisse Zeit lang. Und der gute Travin. Das Kettenhemd. Dieses Rüststück scheint zu merken, ob Untote die Waffen führen, aber was genau dann passiert, weiß ich nicht. Ja, das wissen wir auch nicht. So, das Schwert, das kriegt auf jeden Fall Alrik, und da es aus einem Drachenhorn stammt, würde das auch mal anlegen. Das ist ein adäquater Ersatz. Und siehe da, das liegt sehr, sehr gut in der Hand. Er ist ein adäquater Ersatz zu dem geliebten Schwert seines Großvaters, das er natürlich auch behalten wird. Und, ach, das Wurfmesser haben wir auch noch. So. Travin, Hellsicht, Analyse auf das, auf den Wurfdolch. Dieser Wurfdolch scheint einem das Zielen sehr zu erleichtern. Das ist ja interessant. Dann kann doch Zalib den mal anlegen. Und auch gleich vergiften. Und ich würde mal sagen, sie legt hier auch die anderen Wurfdolche an und vergiftet die anderen Wurfsterne und vergiftet hier auch noch alles. Und was jetzt, die Gruppe ist hier halb verhungert, von daher wird sie noch mal kurz in die Wirtschaft stürmen und hier sich satt essen, obwohl sich die Sachen auf dem Teller bewegen. Gerammelt voll, 6 Bier, danke, und ja, ihr kennt euch doch hier aus. In einem der Häuser beim Leuchtturm wohnt der tolle Heiler. Ne, das wissen wir schon. Ihr kennt euch doch hier aus, zum Markt fahren wir mit dem Schiff nach Bremen. Ja, das hilft uns auch nicht, würden wir gerne, aber es gibt ja kein Schiff. Askra Torstors Dotter. In einem der Häuser beim Leuchtturm, nein. Nochmal was zu essen. Schmeckt jetzt irgendwie ein bisschen besser. Kennt euch doch aus. Zum Markt. Nein, wir wollen. Ja, oder ja, wir wollen zum Markt. Ja, und zum Trutz, das kennen wir auch schon. Ja, ein begnadeter Heiler, den habt ihr hier. Und im. Ja, und im Trutz kann man toll übernachten. Ach komm, jetzt mal für alle eine Runde, wenn ihr uns schon hier voll quasselt mit euren nutzlosen Informationen und ein dreifaches Prosit auf uns. Und wir sind weiter am Triesen. Und zum Leuchtturm gibt es eine Menge Wege. Ihr könnt entweder ost- oder westwärts am Strand entlang oder aber quer über die Insel laufen. Richtige Straßen sind das natürlich nicht. Ja, das ist nochmal was Neues. Hab Dank. Und Swafnitron ist Dodder. Wenn ihr in Bremen. Nein, wir wollen. Oder ja, wir wollen da gerne übernachten. Der starke Deon in Bremen. Ja, aber ihr lasst uns ja nicht nach Bremen. Und der Einbeinige, ja, der ist auch toll. Ich würde liebend gerne was einkaufen. Und es gibt hier tolle Wege, ja, das wissen wir jetzt auch schon. Okay, hier kommt, glaube ich, einfach nichts mehr. Was ihr auch immer suchen wollt, bei Storko von Golbirz in Bremen. Ja. Der beste Kräuterhändler, aha, nee, komm, danke. So, Alrik ist betrunken. Und Zalib ist betrunken. Und wir haben ja tatsächlich schon einen stattlichen Betrag gelassen. Und wie sieht's jetzt schiffmäßig aus? Skial? Ja, dann komm, los weg hier. Los weg hier, du. Ui! Plötzlich wird ein Ruck durch das Schiff. An der Bordwand schlängelt sich sauknapp bewehrte Tentakelbuch. Ein Krakenbeuch. Ihr begreift eure Waffen und hackt wild auf die Tentakel ein. Nahema gerät in den Würgegriff des Krakenmäus und kann sich nur unter Mühen wieder befreien. Nach einigen heftigen Stößen flieht der Krakenmäus ins offene Meer. Hui. Dann wird Nahemachen mal hier den Heiltrank sich gleich einflößen. Und weiter geht die Reise. Ich glaube, das ist auch die letzte Begegnung, die man haben konnte. Auf dem Wasser. Also wir haben jetzt, glaube ich, dann alle Begegnungen gesehen. Ne? Das ist doch insofern erfreulich. Schließlich haben auch alle es gut überstanden. So, und dann darf Travin hier mal nochmal wieder versuchen, sich auf trotz des Schocks hier in tiefe Meditation zu begeben. Das gelingt ihm auch. Und wir danken den Göttern für die Ankunft. Ach, im Ever-Tempel, das passt ja sogar. Und er verleiht uns die Gabe, Wasser zu finden und seinen Schutz auf Reisen.
Den hätten wir auch noch gern. Und da ist er. Wunderbar. So. Dann nochmal sortieren. Wie sieht es jetzt hier aus? Ein paar Pfeile nochmal nachlegen. Das Gift, das möchte sie gerne loswerden. Ach ja, dieses komische Kettenhemd. Den Ring. Wer darf den denn anstecken? Der ist zu schwer für die Dame hier. Nee, dann soll ihn niemand anders verwahren. Ach komm, Travin. Da braucht man ein Schmuckstück haben und das passt ja auch zu seinem überzähligen Zaubertrank. Und wir können nochmal gucken, ob es hier einen Waffenhändler gibt. Ich fürchte nicht, aber... Ups. Aber eine Kräuterfrau. Was können wir euch denn mal angedeihen lassen? Einige Jugendwurzeln. Ein paar Belmerblätter. Was haltet ihr denn davon? Da ist sie sehr mit einverstanden. Und wie sieht es hier im Gegenzug aus? Noch so zwei Zaubertränkli. Oha, die hat ein tolles Sortiment. Alle Elixiere hier. Ja, ein paar Zaubertränkli wollte ich eigentlich sagen. In Ehren, die kann man nicht verwehren. Bei den 12 Göttern, jetzt ist sie aber aufgebracht. Wenn wir hier zu sehr handeln wollen. Aber dann hat sie doch recht schnell klein beigegeben. So, das Kettenhemd würden wir gerne noch loswerden und eigentlich schauen. Oder ein Schmied. Ah ja, da ist ein Schmied. Aber ist hier ein Waffenhändler? Nö. Na gut, dann auf... Schmied. Ja. So, guter Mann, jetzt seht euch doch mal diese elenden Rüstungen hier an. Ja. Tja, um das Kettenhemd zu reparieren, müsst ihr schon 25 Dukaten rausrücken. Ja gut, die sollt ihr haben, guter Mann. Solche Kunden hätte er gern öfters und kann dann noch was Zweites reparieren. Achso, nee, das geht nicht. Ah ja. Na dann, haben wir uns hier nochmal im alten Piraten ausruhen, aber das ist gar kein Gasthaus, aber ich bin heilfroh und ich heilige es noch viel mehr, dass wir, dass man die Rüstung noch reparieren konnte. So, Travin, mal wieder ein bisschen meditieren. Ne, er kann sich nicht konzentrieren. Und, guter Mann, wie sieht's mit der Rüstung aus? Er überreicht euch das Kettenhemd. Wunderbar. Und tada, wunderbar. So, und dann könnt ihr euch bitte auch nochmal diese Krötenhaut hier ansehen. Guter Mann, tut mir leid. Ich repariere nur Waffen und Rüstung, die irgendwie beschädigt sind. Achso, habe ich verklickt. Ja, dann nimm doch das hier. Das tut er auch. Und nochmal wieder Speisen und Ruhen. Ja, ihr kommt gerade recht. Da ist das gute Stück. So, damit ist ja auch Lanje wieder gerüstet für die letzten Abenteuer. Okay, dann, dieses Kettenhemd hier. Was? Ach, das schenken wir dem. Hier, sollt ihr es haben. Also, das haben wir jetzt dem Schmied hier einfach mal geschenkt. Können wir einfach nicht so richtig was mit anfangen. Dann nochmal ab in den Tempel hier. Und mal gucken, wie es schiffsmäßig aussieht. Otter hier. Nee, ich... wir werden jetzt nochmal den Landweg... Achso, nee, da können wir doch eine Otter hier fahren. Das ist ja doch besser. Hallo, da sind wir wieder. Wir haben uns anders überlegt. Gut, wir wollen jetzt einmal noch hier den Landweg nehmen. Und, Scheige, es ist krank. Was ist denn hier krank? Was ist der denn? Und dann, sind wir, glaube ich, oh, gibt es den Otter hier? Ja, einen Otter hier gibt es wahrscheinlich einen Schmied, aber brauchen wir überhaupt noch einen? Bin gerade etwas irritiert, ich glaube nicht mehr, ne? Naja, dann wollen wir uns das hier nochmal gemütlich machen. Jetzt nochmal gucken. Das hat alles hier seine Ordnung.
ihm werden wir nochmal diese schweren Zaubertränke hier abnehmen. Hä? Nee, ich dachte irgendwie... Noch ein Zaubertrank, der ihn hier schwer belastet. Ah ja, siehe da, der gebrechliche Magus. Jetzt ist er in der Lage, sich hier völlig frei zu bewegen. Das ist doch wunderbar. Dann nochmal speichern hier einen Otter hier. Der Frau Travia hier nochmal. Ein vernünftiges Opfer. Okay, wir sind sehr, sehr satt. Das ist nicht schlecht. Und auf dem Weg nach das Butter. Ein Felsüberhang. Nein, da wollen wir nicht halten. Ein kleiner Kutter segelt in eure Richtung die Küste entlang. An Bord könnt ihr zwei Leute erkennen. Ihr winkt den Leuten. Nö, wir beachten den Kutter nicht. Der Kutter zieht an euch vorbei. Bald könnt ihr nur noch das Segel am Horizont ausmachen. Da hätten wir mitschippern können. Aber das wollten wir nicht. Vor euch liegt eine verlassene Herberge, der ideale Ort, um hier zu rasten. Dann kehren wir nochmal in das Gemäuer ein. Und Nahima kann sich nochmal nach ein paar Kräutern umsehen. Das war satt. Elric Alderson schreckt während der Wache plötzlich auf. Irgendwo aus dem Untergeschoss des Gebäudes waren eindeutig Geräusche zu hören. Erweckt euch, die Geräusche hören nicht auf. Ihr steigt die knarrenden Treppen hinunter und nähert euch der Quelle des Lärms. Als ihr in die Küche kommt, könnt ihr feststellen, dass die Spuren, die ihr im Staub gefunden habt, offensichtlich nicht von anderen Reisenden stammen. Vielmehr führen sie auf eine Klappe zu, die im Küchenboden eingelassen ist. Und die Geräusche stammen eindeutig von irgendwo unter euch. Vielleicht Schmuggler bei ihrem nächtlichen Treiben, vielleicht auch nur Ratten. Ja, dann werden wir die Klappe mal öffnen und dem Ganzen nachsteigen hier in der... Ups, das wollte ich gar nicht. In der verlassenen Herberge. So, wir sind in einem Verlies. Und wir haben hier irgendwelche Zombies aufgeschreckt. Na, dann wollen wir die mal ein bisschen niederknüppeln, nicht wahr? Giftmarsch. Jo, Achso, den ruft euch. So, wo sind wir denn jetzt hier? Dies ist der ehemalige Kühlkeller. Ihr merkt auch, dass die Luft hier deutlich kühler ist als im Nachbarraum. Um genau zu sein, es ist bitterkalt. Die Wände des Raums sind von schwachen, bläulichen Flimmern durchzogen. Nun denn, das ist ja geheimnisvoll. Ein genauer Blick auf die Wand enthüllt dann hier eine Geheimtür. Mit einem Poltern öffnet sie sich, als sie sich an dem Schloss zu schaffen macht. Eine Geheimtür mit Schloss? Das ist wohl der Raum, in dem der Wirt der Herberge früher seine Wertsachen aufbewahrte. Ah ja. Eine Truhe mit dem Skraja. Nö, da kann man nichts mit anfangen. Und hier ist auch noch eine Geheimtür. Dann wollen wir mal... So. Und ein verschlossenes Tor oder eine Tür. Hier bedeckt eine klebrige Flüssigkeit den Boden. Es ist jedoch ein leichtes, die andere Gangseite zu erreichen. Das hören wir doch gerne. Und ein Trülein. Oh. Und ein Mümlein und eine patzende Scheiges. Und unser Superkämpfer hier wieder. Aber der brauchte gar nicht einzuschreiten, der gute Travin.
Nö, das ist nichts Besonderes. Ups. Dann wird Nahima mal den Flimflam auspacken. Nö. Nahima wird mal versuchen, den Flimflam auszupacken. Ja, oh, hier ist eine Falltür oder sowas in der Art. So, dann teilt sich die Gruppe nochmal. Ah ne, dann findet sich die Gruppe wieder zusammen, aber irgendwie komplett durcheinander hier. Nee. Das sieht doch gut aus, oder? War Alrik vorne? Nee, ich Alges war, glaube ich, vorne. Wo sind wir denn jetzt hier? Keine Ahnung, aber irgendwelche Skelette. Noch mehr Skelette. Und eine Truhe. In der Truhe lagert auf Samt gebettet eine seltsame Apparatur aus mehreren Kristallen, von der ein sanftes violettes Leuchten ausgeht. Was ist das denn? Dann zerstören wir die natürlich mal. Oh, das hat wehgetan. Dann wird Travin mal seine Heilkünste hier spielen lassen. Selber mal ein paar Heilkräuter mümmeln. Würden wir hier gerne irgendwie entkommen. Ein genauer Blick auf die Wand enthüllt Lanya eine Geheimtür. Mit einem Poltern öffnet sie sich, als sie sich an dem Schloss zu schaffen macht. Lanya wird von meinem Armbrustbolzen getroffen. Es ist ein recht unfreundliches Gemäuer hier. Der große Raum ist vom beißenden Gestank erfüllt. Durch die Schwaden bräunlichen Nebels könnt ihr einen Alchemisten an dem Tisch werkeln sehen, aber auch er scheint euch bemerkt zu haben. Auf eine Handbewegung seinerseits hin lösen sich fünf undeutliche Schemen aus der Tiefe des Raumes und greifen euch an. Okay. Ja, dann. Travin wird mal hier in Richtung des Alchemisten sprinten. Oha, der hat hier schon ein Baby Fulminictus oder irgend sowas ausgepackt. Dann wollen wir mit einem erwachsenen Schwerthieb einsteigen. Warum hat sie denn keine Waffe in der Hand? Was ist das für ein Quatsch wieder? Achso, wahrscheinlich dieser Wurfdolch. Naja, egal. So, das Kropfzeug haben wir schon mal in Rekordgeschwindigkeit hier niedergemacht. Und ich sage es. Schwingt hier die beliebte das Bruder-Orknase und zapp, zerrapp. So, Travin stellt sich hier mal dem verruchten Gesellen entgegen. Das scheint ja nicht nur ein Alchemist, sondern auch ein Nekromant zu sein und schreit hier Archialgis an: Halt dich zurück! Tapfere Nordfrau! Und sie gehorcht. Und Travin schreit seine Faust mal wieder hoch und schreit Fulminictus. Und Alrik hält sich auch zurück. So ein gewisser Aberglaube
der begleitet ihn ja auch noch hier, trotz seiner Heldentaten. Nahima nähert sich mal. Und Travin lässt hier seine Faust in die Höhe schnellen. Fulminictus. Jawohl, ja. Totenkopfgürtel. Oh ja. Rezept für Jala Feuer. Und Klugheitselixier und Heiltränke. Und Körperkraftelixier. Oh. Ach, Herr Jemine. Das war ja ein Doppelschlag hier. Na, damit Travin erstmal den Clarum Purum, also legt die Hand auf ihre Wunde und... Was ist doch... Achso, ist nicht mehr, okay. Gerade gedacht. So, dann wollen wir nochmal das hier benutzen. Und, was ist denn das jetzt hier alles? Heiltrank an Lanier verabreichen. Den Wurf durch wieder zurück zu Zali. Da wollte ich ja nochmal probieren, ob das, ob sie den überhaupt richtig einsetzen kann. Und nochmal seine Truhe zu schaffen machen. Sie hat ja noch ein paar Dietriche. Jawohl. Oh, Rezept für starker Zaubertrank und für Kraftelixier. Das hier haben wir schon. Die Wunderkur und Charisma-Elixier und Gegengift. Das ist ja Wahnsinn, was wir hier an Sachen eingesammelt haben. Ein Hebel ragt aus Hahn. Wollt ihr ihn betätigen? Ihr hört ein leises Knicken. Na dann. Hier bedeckt eine klebrige Flüssigkeit den Boden. Waren wir da schon? Ne, die fließt hier aber scheinbar irgendwie durch die Gegend. Dies scheint eine Folterkammer zu sein. Uah, an den Wänden hängen Folterwerkzeuge verschiedenster Art, auf deren Beschreibung wir hier lieber verzichten wollen. Ein muskelbepackter, kleinwüchsiger Mann säubert gerade eine eiserne Jungfrau von angetrocknetem Blut. Boah, als er euch bemerkt, greift er an, nicht ohne vorher noch erstmal einen Alarmruf ausgestoßen zu haben. Das wird ihm nicht helfen. Und der Alchemist, der Nekromant, wie auch immer, ist ja auch schon nicht mehr, weilt ja auch schon nicht mehr unter uns. Ah ja. Also irgendwie... Das war ja meine Frage. Kann Zalib hier diesen Wurfdolch nicht benutzen? Das ist ja sehr, sehr bedauerlich. Na gut. Travin hält sich zurück und die das Bruder-Orknase fliegt durch die Luft. Ja. Ja, jetzt kann sie auch nicht zum Zug. Oh, ich bin so. Nimm dies, du widerlicher Geselle. Goldschmuck, Heiltrank, Totenkopfgürtel, nee. Brauchen wir nicht. Gut. Ein mysteriöses Gemäuer hier. Die klebrige Flüssigkeit wieder. Und Zombies. Na dann.
Also ja, ein Nekromantennest, das wir hier gestochen haben. Hier liegt die noch recht frische Leiche eines jungen Wanderers, der offensichtlich von den Zombies im Schlaf überrascht wurde. Dann wollen wir hier mal Brot und Segen für ihn erbitten. In dieser Nische ist ein Mensch an die Wand gekettet, der offensichtlich nicht mehr ganz bei Sinnen ist. Der Sphärenriss, nur noch wenige Stunden brabbelt er immer wieder. Er löst seine Ketten, doch er macht keine Anstalten wegzulaufen. Bis auf vier Zombies, die sich bedrohlich nähern, ist der Raum vollkommen kahl. Na dann, auf sie mit Gebrüll. Sauber hier der Fernkampf Halbkreis, der Todeshalbkreis, aber gut, die Damen haben es so halb hingekriegt. Na dann, was ist das jetzt? Ach, das sind die ganzen Rezepte. Gegengift, Wunderkur, Heiltrank. So. Wurfstände mal verteilen hier. Und wieder vergiften. Und der komische Wurf durch funktioniert auch nicht. Und wieder vergiften. So. Von irgendwo kommt ein Knirschen. Na dann. Wieder mal der Stufenaufstieg hier durch Schlösser öffnen. So, dann wird die Gute mal ihre Intuition nochmal erhöhen. Und eigentlich ist das so schön symmetrisch. Das kann eigentlich so bleiben. Aber aufgrund der Erfahrung Totenangst, ja. Und 6 Lebenspunkte. Und Attacke Parade auch noch gestiegen. Wow. Gar nicht so schlecht. Und Stichwaffen auf 10. Na komm, nee. Wurfwaffen auf 10? Auch nicht. Und hier auf die 10? Ja, das hat geklappt. Und wie sieht es mit Schlösserknacken aus? Taschendiebstahl? Nö. Komm, nö. Falschspiel? Auch nicht. Tja, irgendwie ist hier das Ende der Fahnenstange erreicht in sächsischen Tugenden. Na gut. Ach, das ist dieser Moment. Das ist auch wieder das bläuliche. Ach so, jetzt habe ich das weggeklickt. Ja. Irgendwie stecken wir jetzt hier fest. Aber wir haben ja hier einen der mächtigsten Magier, der jemals auf Dere wandelte unter uns. Von daher wollen wir gucken. Das ist immer diese Anmoderation, die dazu führt, dass ihm gerade was misslingt. Was ist das jetzt hier? Irgendein verderbtes Ritual. Dann lassen wir hier mal die Fulminikti sprechen. Fulminictus. Nein. So geht das. Autsch. Dann Schwerthiebe gefällig. So. Und Orknasen. Kuschelei. Nimm dies, du widerlicher Nekromant. So, Travin. Versucht hier nochmal sich den Weg zu bahnen. Autschi.
Und er ist heran und mit seiner letzten Kraft hier hebt er die Hand und schreit vor Benedictus. So. Da geht der nächste Nekromant nieder. Und die Mumie auch, Herr Ureika. Und 12 Abenteuerpunkte dafür. Na toll. Hier ist ein mechanischer Aufzug. Wir wollen den Raum weiter untersuchen. Tja, dann Travin. Entkork hier mal ruhig den nächsten Zaubertrank. Und, Achso, erstmal noch. Hier nochmal die Heilkräuter verteilen. So ein paar Kratzer hat die Gruppe sich ja doch zugezogen. Und jetzt kann Travin hier nochmal seine Kraft mobilisieren. Hier steht eine Statue, die einen geköpften Raben darstellt. Oh, offensichtlich eine Verhöhnung Borons. Wollt ihr das blasphemische Artefakt zerschlagen? Natürlich. Als ihr auf die Statue einschlagt, durchzuckt ein greller Blitz den Raum. Einige Minuten später erlangt ihr das Augenlicht wieder und könnt erkennen, dass sowohl die Statue nicht mehr existiert, als auch sich in der Westwand ein Gang aufgetan hat. Ach, Himene. Gruppe wieder halb tot. Darauf ein Heiltrank. Und eine Runde Heilkräuter allerseits. Also ich muss sagen, dafür, dass wir echt fette Beute machen beim Kräutersammeln, gehen hier die Bestände ganz schön zur Neige. Das ist ein hartes Pflaster hier, Torwall. So. Bloß Verkehr. Vollkommen erschöpft und ausgelaugt verlasst ihr die verlassene Herberge und schleppt euch nach das Bota, dem eigentlichen Ziel eurer Reise, wo ihr noch einigen Stunden ankommt. Na gut, ob man jetzt unbedingt in das Bota landen möchte, das sei nochmal dahingestellt, aber lieber weiter nach Warnheim. Und den Jäger grüßen. So, und Tempelbesuchern. Und einfach mal wieder eine normale Nacht in einer vernünftigen Herberge. Das ist doch was Feines. So, und jetzt nochmal hier die Händler aufsuchen. So, was haben wir denn hier mitgeschleppt? Totenkopfgürtel, der verringert ja die Totenangst, wenn man die umlegt, aber damit kann man nicht so richtig was anfangen. Von daher, weg damit! Und Waffenhändler. Nee, alles ist repariert. So, aber vielleicht können wir hier nochmal Sachen verkaufen. Eine Yoruga-Wurzel für euch, gute Frau. Körperkraft-Elixier behalten wir, starken Heiltrank behalten wir, Gegengift behalten wir wohl auch.
Giftzaubertrank stark behalten. Oh, haben wir noch einen davon? Klugheitselixier. Das verkaufen wir mal. Eins haben wir noch. Ja. Körperkraftelixier, das können wir behalten. Charisma-Elixier. Oh, das können wir nochmal durchtauschen. Und wo sind jetzt, wo waren jetzt die Rezepte hier? Ich glaube, Wunderkur ist doch so ein unglaublich heilmächtiges. Okay, die Wurfwaffe, also das ist irgendwas. Funktioniert hier mit dem Wurf durch nicht. Ich muss das jetzt noch einmal probieren, aber... Ja, Wunderkugel, glaube ich, regeneriert die ganzen Lebenspunkte oder so. So ein Rezept für Stangen. Zaubertrank und Körperkraft-Elixier für... Moment, Eirik hat schon eins, ne? Ne, Mut. Mut und... und Chalgis. Körperkraft und Mut. Ach so. Ja, dann kann Eirik das ja tatsächlich behalten. Ja, was haben wir denn jetzt hier noch? Das Gift. Glaube ich, bereit und wenn ich jetzt, ich denke nochmal nach, also ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich alles gesehen, von daher würde ich sagen, auf nach Torwahl, da wo unsere Reise mal begonnen hat und nein, wollen das Spiel nicht verlassen. Und dann werden wir, glaube ich, aufbrechen zum letzten. Ja, da müssen wir leider noch eine letzte Reise hier zu Fuß. Also, nee, das kommt eh noch, aber können wir nicht mit dem Schiff nach Torwahl fahren. Na gut, dann zu Fuß. Oh, ein erlesenes Menü. Sehr gut. Und eine gute Nachtruhe. Zum Tempel. Ist das Ding neben dem Tempel? Nee, aber fast. Okay. Und nach Torwahl im Gewaltmarsch. Was ist das denn für ein komisches... Und Kräuter sammeln. Das war heftig. Das war ordentlich was. Gut, da sind wir in Torwahl. Hier ein Kern im Fex-Tempel. Ja, ich denke mal, die Helden werden sich hier noch. Erstmal gucken die Helden sich hier nochmal die Karte genau an. Also, wir müssen nach Fex her wieder. Und dann haben wir da irgendwie Ork, irgendwas. Russen. Außen, außen weit wahrscheinlich. Ja. Eine alte Ruine, irgendwas in der Art. Hasgras Grab. Ja, dann noch eine letzte Übernachtung hier bei Orissa. Noch einmal ein leckeres Essen. So, und dann würde ich sagen, sind wir hier am Ende dieses Videos angekommen und in der nächsten Episode wahrscheinlich werden wir dann auch Grimring finden und dieses Spiel hier beenden. Also von daher ist es jetzt wirklich der Endspurt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Zwölfe mit euch.